hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Mein Name ist Martin und bei mir ist der Dominik von Hops & Malt. Servus, Dominik. Servus, hallo. Dominik, Hops & Malt, ihr seid ja eigentlich ein klassischer Biershop, oder? Richtig, ja. Ist ein Biershop in Vorarlberg, ursprünglich mit einem Shop in Dornbirn, mit einer sehr kleinen Verkaufsfläche und jetzt auch seit längerem mit einem zweiten Shop in Bregenz. Und es gibt auch immer wieder eigene Biere und so auch heute mit dem Einbär, das neue Bier. Ihr braut zusammen mit der Rieder Brauerei häufig? Das ist richtig, ja. In 0,75er Flaschen, genau, kenne ich eure Biere. Drin, ja, genau. Warum braut ein Biershop eigenes Bier? Um die eigenen Ideen, die eigenen Wünsche versuchen zu verwirklichen und um da ein bisschen am Ball zu bleiben. Okay. Ihr importiert ja auch sehr freakige Biere. Ich kann mich erinnern, ich habe ein Bier von euch aus dem Libanon bekommen. Genau. Also Sachen, die man eigentlich normalerweise gar nicht bekommt. Wie kommt es zu sowas? Ich glaub, es geht einfach generell darum, die Biervielfalt der ganzen Welt ein bisschen erleben zu können. Das Bier aus dem Libanon, das du gerade angesprochen hast, habe ich zum Beispiel auch auf dem Craft Beer Festival anbieten dürfen und es war einfach was Besonderes, was Tolles, weil es die Leute nicht kennen und ich glaube, genau darum geht es, um immer wieder was Neues, was Besonderes kennenzulernen. Das ist, glaube ich, schwierig so. Also wenn ich mit Leuten rede, die einen Shop haben, die sagen, naja, es gibt die Leute, die sagen, na, ich habe mal ein Bier gefunden, ich komme immer wieder, kaufe dasselbe Bier, aber es gibt auch einen großen Teil der Leute, die Tür aufmachen und sagen, hey, was gibt's Neues? Ja, genau. Und genau um das geht es eigentlich. Ich glaube, bei Hops & Malt steht genau das im Vordergrund. Die Vielfalt, das Neue, die Beratung, mal was probieren zu können, auch vielleicht einen Tipp zu bekommen, wenn es um Food Pairing, um Speisebegleitung geht. Und deshalb ist es, glaube ich, auch wichtig, neben den Standards, die man hat, auch mal was Neues zu bringen. Jetzt habt ihr ja den Ambär, genau. Also ich bin ja ein großer Bärenfreund, weißt du wahrscheinlich nicht, aber bin Nein. ich. Also ein Bier, was mir sehr zu Gesicht steht, ein lustiger Bär vorne drauf. Erzähl mir ein bisschen was über das Bier, also ein Bayerisch Märzen. Genau, es ist ein Bayerisch Märzen. Den Bierstil haben wir ganz bewusst gewählt, weil wir uns gedacht haben, es soll was Besonderes sein, aber doch ein, ich sage mal, klassischer Bierstil sein, der auch Biertrinkerinnen und Biertrinker, die vielleicht nicht so sehr oder noch nicht so sehr in der Craft-Bier-Szene sind, irgendwie entgegenkommt, der allen zugänglich ist. Und ist ein ganz tolles Bier, ist ein Bayerisch Märzen, das eine schöne bernsteinige Farbe hat, deshalb auch der Name, das Wortspiel Amber von Amber, von Bernstein, hat ein sehr ausgewogenes Aroma, es hat einerseits diese tollen malzaromatischen Geschichten und andererseits auch die Hopfenbittere und das ist toll ausgewogen und hat eine tolle Drinkability. Man könnte jetzt auch einfach sagen, ist schön süffig. Ein Darf tolles ich dir die Flasche Bier. Kurz unauffällig rüberschieben und ich bitte sie vielleicht aufmachen, weil selbstverständlich. Mir fehlt die dritte Hand, um das Bier jetzt einzuschenken. Ich schenke dir gerne mal ein Schlückchen ein, dann siehst du auch gleich die tolle Farbe. Boah. Und man sieht schon, die Farbe ist ganz toll, vielleicht ein Stückchen mehr. Ja. Ich kenne sie ja schon. Aber der Bär, auch der bayerische Bär, also lustiges, tolles Wortspiel, was ihr da gefunden habt. Aber es ist wirklich, es ist ein tiefes Bernstein, was ihr da in die Flasche gebracht habt. Das hat eine ganz tolle Farbe und du merkst jetzt auch gleich, wenn du mal die Nase reinhältst, ich schau grad, welche Aromen da rauskommen. Also es hängt toll am Glas auch. Hat auch einen sehr tollen, kompakten Schaum und auch was Cremiges. Aber sehr intensiv auf der Malzseite. Ja. Also. Ja. Aber es ist gar nicht so es ist gar nicht so süßlich. Es ist einfach sehr, 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 sehr kräftig, malzig. Genau, es ist nicht ganz auf der süßlichen Seite. Und du wirst es dann auch auf der Zunge und am Gaumen erfahren. Es ist wirklich schön ausgewogen, auch mit dem Hopfen, mit der Hopfenbittere. 5,6 Volumenprozent und 13,8 Plato. Ich würde sagen, Dominik, cheers. Cheers. Prost. Boah, das hat aber schon, da kommt schon viel Malz durch. Ja, da kommt schon was durch. Wow, also der Bär ist schon ein... Der ist da. Es ist ein größerer Bär, ja, der da kommt. Aber es ist wieder ein
ein sehr schönes Beispiel für ein toll balanciertes Bier. Ja. Es hat eben diesen großen, gewaltigen Malzkörper, aber auf der anderen Seite, es hat so ein bisschen diese Hopfennote auch, genau, auch noch mit drin. Die auch dabei ist, ganz bewusst, um da auch noch ein bisschen was Besonderes draus zu machen. Vor allen Dingen fängt es, glaube ich, einen großen Teil von dieser Malzsüße ab, dass es eben dann nicht so richtig süß wird. Es ist noch nicht so das klassische bayerische Märzen, wie man es kennt, das so eine volle Malzdröhnung daherbringt oft, sondern es bringt eben auch die Hopfenbittere, aber es ist schön ausgewogen, schön ausbalanciert und ich finde, das macht das Bier ganz interessant und vor allem auch interessant für alle, für Biertrinkerinnen, Biertrinker, die schon alles Mögliche aus der Craft-Bier-Szene kennen, aber auch für Personen, die vielleicht nur so die, ich sage jetzt mal, die klassischen Bierstile kennen und doch gern mal ein bisschen was anderes probieren. Das ist es, glaube ich, bei dem Bier. Es ist sehr besonders, es hat, will ich sagen, Ecken und Kanten, weil das ist kein so ein sperriges Bier. Es ist schon ein sehr gefälliges, auch gut trinkbares Bier. Aber es ist ein Bier, was so den klassischen Märzenbiertrinker abholen kann, wo man sagen kann, du kennst dann Märzen, dein klassisches Märzen, was ja eher so in Richtung Helles geht. Aber probier doch das mal. Schau mal, was Bier noch kann. Ja, genau. Und das ist die Idee dahinter. Okay. Das ist wirklich genau das. Ich glaube, das ist gut gelungen. Dominik, vielen Dank, dass du da warst. Mich. Viel Spaß für euch mit dem Bier heute, dem Amber. Warum sitzt er eigentlich auf dem Fahrrad? Hat das irgendeinen Grund oder ist es einfach... Das weiß ich jetzt so genau auch nicht. Ich glaube einfach, weil es toll aussieht. Weil es einfach gut aussieht. Es sieht ja auch gut aus, das Bier. Und ich würde sagen, wir trinken es einfach. Prost, ja. Cheers. Prost, cheers.